Hallo Lieben, heute machen wir diese süße Verpackung. Das kann man als Körbchen gestalten, mit Henkel oder auch ohne. Und wir verdoppeln auch diesen Untergrund heute. Wenn du wissen willst, wie es geht, dann bleib gerne dran. Wir brauchen auch gar nicht viele Materialien. Ihr braucht zwei Bögen, ein Designpapier oder Farbkarton. Das sollte nicht dicker sein als 230 Gramm, weil es sonst einfach mit dem Falzen ja nicht mehr so gut funktioniert. Und die Größe ist frei wählbar. Sie sollte nur durch drei teilbar sein. Dann braucht man noch am besten so eine Falzunterlage, ein Lineal, ein Stift, Falzwerkzeuge, wenn ihr habt, vielleicht so Klemmerchen, dass ihr euch dann ja, dass es nicht so ewig festhalten müsst beim Trocknen vom Kleber, Klebstoff. Und ich habe hier eine große und eine kleine Schere. Und wenn ihr habt ein Falzbrett, es geht aber natürlich auch, wenn ihr es euch mit Lineal und Stift anzeichnet und dann falzt. Zurechtschneiden könnt ihr es euch zur Not auch mit einer großen Schere. Das muss ich mir jetzt hier auf 30x30 zuschneiden und dafür benutze ich jetzt meinen Hebelschneider. Ich habe mir jetzt das Papier zugeschnitten auf 30x30 cm. Wer in Inch arbeitet, kann es natürlich auf 12x12 Inch lassen. Die, die in Zentimeter arbeiten, falzen jetzt bei 10 und bei 20 cm. Die, die in Inch arbeiten, bei 4 und bei 8 Inch. Dann drehen wir uns das Blatt um 45 Grad und falzen nochmal an den gleichen Stellen, also wieder bei 10 und bei 20, beziehungsweise bei 4 und bei 8 Inch. So, und dann falzen wir uns das Ganze jetzt einmal nach. Es reicht auch, wenn ihr das nur mit dem Finger feststreicht. Ihr könnt es aber auch mit dem Falzbein nachziehen. Da das jetzt das Papier vom Action ist und es manchmal ein bisschen empfindlich ist, wenn ich zu stark falze, mache ich es jetzt nur mit den Fingern. Es genügt aber auch. Wir haben ja die Falzlinie schon gezogen. So, was ich jetzt gleich zeige, macht ihr bitte auf eurer Vorderseite. Ich zeige es jetzt nur auf der Rückseite, damit ihr es besser seht, weil es ja auf der Vorderseite ist halt doch ein bisschen schwierig mit dem Muster. So, und zwar markieren wir uns jetzt die Mitte. Das heißt, für die in Zentimeter bei 15 cm und für die, die in Inch arbeiten, bei 6 Inch. Und zwar legen wir uns hier das Lineal einfach an und machen dann hier bei 15 cm bzw. 6 Inch eine kleine Markierung. Dann drehen wir es uns um 180 Grad und wiederholen das Ganze. So, dann lege ich mir jetzt hier meine Perforierunterlage unter und dann legt ihr das Lineal hier an die Markierung an und hier, ich markiere es mal eben, da wo sich diese Falzlinien treffen. Ich nehme jetzt hier meinen Aufhebhelfer, weil da ist einfach die Spitze ein bisschen genauer wie jetzt hier bei diesem Falzbein. Oder nehmt ihr einfach, was ihr da habt. Wichtig ist, dass ihr das Lineal nicht quasi an die Punkte direkt anlegt, denn wenn ihr dann falzt, dann falzt ihr daneben. Das heißt, ihr setzt euch quasi euer Falzwerkzeug an, hier an den Punkt, beziehungsweise da, wo sich die Falzlinien treffen. Und guckt, dass hier oben auch ihr den Punkt genau trefft, also die Markierung, die ihr gesetzt habt, und erst dann falzen. Seht, so trefft ihr den Punkt jeweils ganz genau. Das wiederholen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Da lege ich es mir auch wieder an. Guckt, dass ich mit dem Falztool dann genau da Markierung treffe und dann falze ich. Aber wie gesagt, ihr macht es bitte auf der Vorderseite. Ich mache das jetzt nur auf der Rückseite, damit ihr es besser seht. Ich wiederhole das jetzt auch hier auf der Vorderseite, damit das Papier mir dann beim Knicken nicht bricht.
Da mache ich es auch wieder so, ansetzen und dann falzen. Wie gesagt, beides bitte auf der Vorderseite. Das war nur, damit ihr es besser seht, weil hier bei diesem Muster ist es wirklich ganz, ganz schwer zu erkennen. So, und das Ganze macht ihr dann mit dem zweiten Bogen auch. Ich habe das ja schon vorbereitet. Ich habe mir das hier schon soweit zusammengeklebt. Aber ich zeige euch jetzt gleich, wie es geht. So, jetzt haben wir hier diese Falzlinie. Jetzt drehen wir es uns tatsächlich um und knicken dann diese Falze hier so hoch. Also hier so, fahren es nach und das hier legt sich dann automatisch, ihr seht, so bündig an. Ich falte es auch nochmal nach. Das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Da auch wieder einfach das Papier so runterdrücken und dann falzt sich es automatisch so, dass es sich hier trifft. So. Wir wollen das jetzt hier so kleben. Das funktioniert aber nicht, weil das hier ja überlappt. Das heißt, wir müssen es jetzt hier ein Stück rausschneiden. Dazu legen wir uns das hier so zusammen. Ich markiere es wieder für euch, damit ihr es seht. Also hier ist die Falzlinie. Hier ist die Falzlinie. Und das steht jetzt hier über. Und den Überstand müssen wir nur auf einer Seite jetzt hier abschneiden. Dazu nehme ich es mir so in die Hand zwischen Daumen und Zeigefinger und mache es mir ein bisschen hoch. Und dann nehme ich mir eine kleinere Schere. Ich finde leider meine Lieblingsschere immer noch nicht, deswegen muss ich es jetzt die hier tun. und setze genau hier unten an. Ne, hier, wo quasi die Markierung gesetzt habt und die Falz. Da setzt er an mit der Schere und schneidet dann einfach so schräg hoch. Und dann sieht es so aus. Ihr merkt es, wenn es noch nicht reicht, wenn ihr hier so umknickt und hier reicht es noch nicht ganz, dann klappt es euch einfach auf. Und dann seht ihr hier, wenn hier quasi ihr nicht ganz genau getroffen habt an der Spitze, dann könnt ihr hier mit der Schere nochmal ansetzen und nochmal bis hier rüber schneiden. Wichtig ist, dass er nicht irgendwie zu schräg kommt, also wirklich an dieser Spitze hier dann orientieren, hier ansetzen und dann hier noch so ein bisschen was wegschneiden. Wichtig ist nicht überschneiden, sondern nur bis hier zu Falz. Und dann könnt ihr noch mal gucken, ob es jetzt hier genau die Spitze trifft. Wenn das zweite Stück noch ein bisschen übersteht, dann müssen wir ja auch noch ein bisschen nachschneiden. Da bitte auch wieder nur schneiden ganz knapp und bis zu dieser Spitze. Sonst kriegt man nachher ein Problem mit dem Abschluss. Das habe ich nämlich bei meinem Prototypen falsch gemacht. Ich habe dann aber den Abschluss einfach abgeschnitten. Ich zeige es euch nachher. Also man kann es auch beheben, aber ja. Für diese Variante wäre es jetzt ein bisschen blöd, wenn beide Teile nicht funktionieren würden. So, ihr seht, jetzt passt es hier. Dann könnt ihr es hier so drüber legen und dann habt ihr hier so einen schönen Abschluss. Die Idee ist übrigens wieder von Sam Calcutt von Mixed Up Craft. So, auf der Seite wiederholen wir das.
So, und dann schnappen wir uns unseren Klebstoff und tragen jetzt hier, ich schraffiere das hier mal ein bisschen, auf dieses kleine Dreieck Klebstoff auf. Ordentlich drauf geben, weil ich habe jetzt hier sehr dickes Designpapier, damit es auch nachher hält, und dann klappe ich es einfach um. Es fällt von alleine in die Formen, die es soll, und dann machen wir hier außen noch auf dieses kleine Dreieck auch ordentlich Klebstoff drauf. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Also hier ist die Falz und dann können wir hier jetzt auf dieses Dreieck Klebstoff auftragen. So. Und dann auch wieder auf dieses kleine Dreieck außen Klebstoff auftragen. Jetzt können wir das entweder dann ein bisschen festhalten. Oder ihr könnt es, wenn ihr so Dämmerchen habt, dann auch festdrücken. Und zwar macht ihr hier dann einfach diese Klammern so drauf und dann wird es gehalten. Dann müsst ihr es nicht selber komplett festhalten. Und jetzt machen wir noch die zweite Seite. Infobox, wo ich die her habe, die ist nämlich wirklich sehr, sehr praktisch, beziehungsweise ich glaube, ich habe meine sogar bei Teddy gekauft, genau, meine sind von Teddy, aber ja, beim großen A gibt es die natürlich auch, und da setze ich euch mal einen Link rein. So, das lassen wir jetzt kurz trocknen. Ich nehme jetzt das zweite Teil, und zwar wollen wir jetzt diese beiden ineinander setzen, und damit es dann hier trotzdem einen schönen Abschluss gibt, müssen wir uns quasi von einem Teil hier die Spitzen abschneiden. Und zwar von dieser Spitze bis zu dieser Spitze und das vorne und hinten. Also nicht auf beiden Seiten, sondern wirklich nur auf einer Seite und ja, eben Vorder- und Rückseite. Ich nehme dazu jetzt die große Schere. Dann kann ich es mir nämlich hier jetzt in diesem Eck einfach ansetzen. Wenn ihr euch da unsicher seid, könnt ihr es euch vielleicht auch ein bisschen anzeichnen. So, muss ich hier da lande. So. Auch hier auf der Rückseite genau das gleiche, setze ich auch wieder hier an und schneide dann bis zu dieser Spitze rüber. Und wenn so, wir nehmen jetzt die Seite mit dem abgeschnittenen Teil und setzen uns das komplette Teil so innen rein. Und dann ergibt es hier quasi diese drei Dreiecke. Oben können wir es dann, wenn wir möchten, entweder so lassen oder umknicken. Das zeige ich euch gleich. Aber jetzt tragen wir erstmal Klebstoff auf. Und zwar hier, also nicht auf das Dreieck, sondern daneben. Auf das Unterteil und auch auf die Rückseite. Aber da bitte auch wieder nicht auf das Dreieck, sondern nur daneben. Und dann setzen wir uns das hier, da wo wir abgeschnitten haben, so rein, dass sich hier wieder die Dreiecke treffen.
Also am besten, ihr konzentriert euch wirklich darauf, dass erstmal der Boden schön gerade ist. Ihr seht, die, dann treffen hier diese Quadrate direkt aufeinander. Dann ist es da schon mal gerade. Und am besten, ihr lasst es dann erstmal anziehen. Dann kann sie es hier schon mal nicht mehr verschieben. Dann drücke ich es jetzt gut fest. Wenn dann die Innenseite angezogen ist, dann lege ich es mir hier einmal auf diese Seite und drücke es da dann fest. Und dann lege ich es mir auf die andere Seite und drücke es da dann auch noch fest. Also drüber reiben und dann ist diese Grundform fertig. Ihr könnt es jetzt so lassen, ihr könnt euch auch hier noch einen Henkel hinmachen, entweder aus Papier oder aus Stoff. Oder ihr könnt euch das hier jetzt entweder abschneiden oder umknicken. Wenn das umknickt, dann möglichst so, dass sich hier diese Spitze dann mit dieser Spitze vom Dreieck trifft. Geht es bei mir hier ein bisschen schwer, weil doch das Designpapier ein bisschen dicker ist. Vorhin hatte ich dünneres genommen, da geht es natürlich ein bisschen besser. Aber ihr seht, es funktioniert auch. Man muss halt nur ein bisschen geduldig dann sein. Die zweite Seite funktioniert jetzt schon besser. Dann können wir sie auch noch mal nachfahren. Ihr seht, dann habt ihr hier so einen süßen Abschluss. Entweder könnt ihr es jetzt so lassen oder ihr könnt es ankleben. Verzieren könnt ihr es dann auch, wie ihr möchtet. Ich zeige euch das gleich nochmal. So, und da können wir jetzt, wie gesagt, verzieren, wie wir möchten. Ich habe hier noch von einem meiner letzten Projekte einen Schmetterling über. Den könnte ich mir hier gut vorstellen, dass man den hier so rüberfliegen lässt. Für das andere Täschchen habe ich ja hier diese Holzblumen verwendet, die ich beim Action geholt habe. Das Band, das habe ich schon ganz lange. Ich glaube, das habe ich mal bei Rossmann geholt. Also ihr müsst kein Band hinmachen, ihr könnt ein Band aus Papier hinmachen. Hier habe ich es jetzt, weil es etwas verunglückt war, einfach abgeschnitten, habe hier auch diese Blumen dran gemacht. Das seid ihr jetzt ganz frei. Das hier ist jetzt mit 6x6 Inch, also 15x15 cm Papier. Hier habe ich 21x21 cm genommen. Wie gesagt, es muss halt einfach durch drei teilbar sein. Und dann habt ihr hier, halt's mal so ein bisschen nebeneinander, halt ganz unterschiedliche Größen. Na, also da könnt ihr wirklich spielen. Ich möchte jetzt aber, glaube ich, tatsächlich noch meinen Schmetterling hier hin machen. Das gefällt mir ganz gut. Passt auch von der Größe her. So, hier ist mein fertiges Geschenkkörbchen. Wenn dir die Idee gefällt, lass mir gerne ein Däumchen da. Ich zeige euch noch die beiden anderen Varianten. Also wie gesagt, jede Größe ist möglich. Und dann hoffentlich bis bald!